Was? 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 Wer bist du denn? And who are you, then? Das will ich von dir wissen. I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Ja, das will ich ja versuchen. Vielleicht kann der mir ja helfen, hier rauszukommen. Terminal den Haupteingang. Sicherheitsterminal, um den Haupteingang zu öffnen. Das heißt, der Haupteingang ist jetzt wohl zu. Ich will hier raus. Da hinten steht mein Auto. Okay. So, die Batterie ist... Ja, okay. Noch eine Batterie. Noch eine Batterie, noch eine Batterie. Schon. Komm schon. Ist das nicht der Hauptterminal hier? Oh. nein, da nicht. Markov Corporation. Abteilung Vereinigte Staaten. Vollziehungsbefehl. Fallnummer 29475810 4. Betreffend den Zugriff auf Psychiatriezentrum Mount Massive, Murkoff Psychiatric Systems, Mount Massive Wilderness Area, County Road 112. Eidesstaatliche Erklärungen wurden vor dem Direktorenausschuss seitens der Murkoff Hardline Security MAS geliefert, die Grund zu folgender Annahme hat. Katastrophaler Sicherheitsbruch im Psychiatriezentrum mit drohender Gefahr von Umweltschäden. Nach unserer Überzeugung erfordert das durch eidesstaatliche Erklärungen und Zeugenaussagen erbrachte Beweismaterial akute Maßnahmen seitens der MAS und rechtfertigt die Ausstellung dieser Berechtigung. Sie werden hiermit aufgefordert, MAS vollen Zugang zu allen Einrichtungen und seinen Repräsentanten voller Autorität zu gewähren. Durch die Entgegennahme dieses Dokuments verzichten Sie und alle lebenden Ahnverwandten auf jeglichen Anspruch auf ein Gerichtsverfahren gegen die Murkoff Corporation oder ihre Tochterunternehmen aufgrund von Maßnahmen der MAS oder aufgrund der Umstände, die entsprechender Maßnahmen bedürfen, ungeachtet jeglicher Zuständigkeit. Ja, ich glaube, hier ist keiner mehr, der irgendwie klagen möchte. Wo war ich denn? Warte mal. Hier war ich doch gar nicht drin. Warte mal. Wo? Noch ein Fenster.
Fenster. Ja, Irrenanstalt wäre auch Funkgerät. Auch nicht. Kamin. Ah. Ja, wäre auch zu leicht, eine Irrenanstalt aus dem Fenster auszubrechen. Ne? Hätte mich jetzt ja auch gewundert. Brauche ich eigentlich auch Batterien, wenn ich so filme oder nur wenn ich diese Nacht. Murkoff Psychiatric Systems, Projekt Wallrider, Mount Massive Co., Fall Nummer 136. Patienteninitialen CLW Walker. Datum 28.05.2013, erste Patientenbefragung 28.01.2011. Alter des Patienten 32, Geschlecht männlich. Behandelnder Arzt Dr. Rudolf Wernicke. Anmerkung Dr. Walsh. Therapiestatus. Morphogenetische Antriebsaktivität stabilisierte sich etwa gegen 20 Uhr. Fortfahren mit Stufe 3 Hormonen, risikobehaftet. Diagnostik. Spirometrie ergab leichte bis mittlere bronchiale Akkumulation. MRI-Scans übereinstimmend mit gemeldeten Träumen des Patienten. Anmerkungen. Walker wurde aufgrund seiner selbst zugefügten Verstümmelungen in Fixierung befragt. Die Fixierung musste aufgrund seiner enormen Körpergröße angepasst werden. Extensive Dermaleruptionen, ebenso übereinstimmend mit fehlgeschlagener morphogenetischer Antriebszellaktivität. Er gibt an, die Entfernung seiner Stirnhaut erlaube ihm eine wahrere Sicht. Vermutlich zurückzuführen auf eine Art Kindheitserfahrung mit Tuatra-Echsen und ihren parezialen Augen. Was auch immer das sein soll. Er zeigte sich besorgt über sein Fleisch, insbesondere seine Lippen und Nase herum. Das Pflegepersonal sollte angewiesen werden, auf weitere Selbstverstümmelungen zu achten. Die mentalen Traumata, die er während seines Dienstes in Afghanistan erlitten hat, scheinen den Fortschritt des MA-Prozesses zu behindern. Seine vorherrschende Fixiertheit, verstärkt durch die Therapie, stellt eine manische Übertreibung militärischer Sicherheitsprotokolle dar. Eine Fortsetzung sowohl chemischer als auch physischer Fixierung wird nachdrücklich empfohlen. Okay. Hab ich auch noch eine Batterie? Eine Batterie. Das klingt nicht gut, wenn ich mich da. Hier gibt's doch sicher noch einen anderen Weg. Hm.
aufs Dach und mit der Feuerleiter. Schau, du Arsch. Mit der Feuerleiter runter. Aufzug fahren. Aufzug, Aufzug, Aufzug. Ah! Leute, ich war's nicht. Ich war das nicht. Hallo? Entschuldigung. Kellerräume sind. Ich wollte eigentlich nach oben. Oh Gott. Security. Security. Ich will nach Hause. Tässchen Kamillentee. Ein Stückchen. Sahne-Creme-Torte. Sei mir nicht böse, der Vertrauenserweckten schauen die aber irgendwie alle nicht, ne? Hallo? Da irgendwo eine Batterie oder ein Witness. Ja, wenn man jetzt Englisch könnte. Gott, Leute. Oh. Oh, nee. Danach werde ich irgendwie sowas mit Lego Batman oder so vielleicht. Meine süße kleine, mein Ponyhof. Mein süßer kleiner Pony. Auch eine Batterie. Ein Papa. Hoffe nicht. Hoffe, dass jetzt nicht diese Türe.
Raum. Sicherheitsraum. Ich komm zu dir rein, denn das ist mein Raum. Oh nein, echt jetzt? Ist das jetzt euer... Echt jetzt? Wo kriege ich denn jetzt diese scheiß Sicherheitskarte her, bitteschön? Ich glaube nicht, dass die hier gleich um die Ecke liegt, oder? Hier eine Sicherheitskarte. Ist aber komisch da, oder? Oh, von Helen Granite Granat an Group 8416 at MerkoffCorp.lu betreff Projekt Wallrider Inspektion vor Ort. Sehr geehrte Damen und Herren, aufgrund des bevorstehenden vollständigen Berichts sind keine sofortigen Maßnahmen seitens der Merkoff Corporation erforderlich. Das Profitpotenzial von Projekt Wallrider verbleibt unverändert hoch. Vier Todesfälle enthalten ausreichend uneindeutige Daten, um das Gerichtsverfahren im Fall der korrekten Handhabung des Beweismaterials zu unterbinden. Projekt Wallrider bleibt gefährlich und es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit weiterer Verluste. Was die bereits Verzeichneten betrifft, so ist das familiäre sowie seitens der Regierung geäußerte Interesse an den Patienten derartig gering, dass keine restlichen rechtlichen Maßnahmen zu erwarten sind. Die Gewalt unter den Patienten steigt, je weiter sich die morphogenetische Antriebstherapie der Produktion von Arbeitsmodellen nähert. Doch eine Kombination aus chemischer und physischer Fixierung hat sich als hinreichend effektiv erwiesen, um weiterhin Kontrolle und Profit zu gewährleisten. Hochachtungsvoll, Helen Granat, Merkoff Schadensabteilung. So, ihr Lieben, jetzt schauen wir mal. Wo wir diese. Ich weiß schon. Der Typ hat sie. Oder irgendwo bei dem Typ ist sie. Wenn ich irgendwie wenigstens schlagen könnte oder so, mich wehren könnte oder irgendwas, aber ist nicht. Ist nicht. So. Hör doch mal auf, ganz ehrlich. Oh, Leute. Ich versumpf hier immer tiefer, ehrlich.